So, ja moin, meine Meisters und Meisterinnen, und was geht? Krypto Gang, Ledger-Thematik, es macht ja seine Runde und viele von euch haben mich auch schon vor längerem die ganze Zeit gefragt, also seitdem diese Sache mit Ledger jetzt publik ist, haben mich gefragt, Marcel, was sagst du denn dazu? Du hast ja auch einen Ledger-Link drin, Kooperation und so. Ja, und ich habe mich jetzt erstmal einige Tage zurückgenommen, mich um andere Sachen gekümmert, das Geschehen von der Seitenlinie aus beobachtet. Ich glaube, so nennt man das so ein bisschen. Ihr müsst euch vorstellen, ist halt auch Kooperation und so ein bisschen für mich abgewägt. Was sagst du jetzt dazu? Wie bewertest du selber die Situation und hier und da? Und genau, da gebe ich heute einfach mal meinen Senf zu. Ich glaube, Thumbnail und Titel verrät schon ganz schön viel. Und wie ich auf all das komme und worum es hier überhaupt geht, liebe Freunde, für die, die gar nicht wissen, worum es geht. Ich würde sagen, wir machen das. Soll ich jetzt doch noch lustiges Intro einspielen? Ja komm, ihr liebt den Kirmesboss. Machen wir den Kirmesboss erst. Ja, haha, lustig, Kirmesboss und so, eigentlich gar kein lustiges Thema, Freunde. Ledger-Thematik. Also, wie fange ich das jetzt an? Ich mache das relativ Freestyle. Also, vielleicht zuallererst erstmal, dass wir einmal alle grob wissen, worum es geht. Um das mal grob zusammenzufassen, was ein Ledger überhaupt ist und so, okay, falls es Leute gibt, die eben nicht wissen, was es ist. Ganz kurz runtergebrochen ist ein Ledger ein USB-Stick, großes Teil, was dafür da ist, dass wir unsere Kryptos nicht auf unseren Börsen liegen lassen müssen. Weil das hat ja natürlich die Charakteristik, dass wir unsere Kryptos und demnach unser Geld, wovon wir uns erhoffen, dass es mal viel, viel Geld wert sein wird, in die Hände und Obhut einer anderen Partei geben, eben einer Börse oder Plattform. Und die Beispiele FTX oder Luna haben uns im verheerenden Ausmaße teilweise gezeigt, dass wir denen nicht vertrauen sollten, denn sie können im Prinzip alle jederzeit pleite gehen. Dann wird einfach mal eben fein Konkurs angemeldet, wie das so ist, Freunde. Da gibt es ja so Leitfäden bei so Unternehmen und unsere Gelder sehen wir dann dementsprechend nie mehr wieder. Also sagt man immer oder wir sagen immer, Leute, runter von den Börsen damit und auf ein sogenanntes Hardware-Wallet. Weil mit so einem Teil, also wie hier gesehen, gibt übrigens sehr, sehr viele Anbieter für Hardware-Wallets. Und nein, ich werde heute nicht die Chance nutzen, um für andere Anbieter Werbung zu machen, um schön daran abzukassieren. Legt uns sozusagen die Kryptos in unsere eigene Hand und bietet uns sozusagen die nötige Hardware dafür. Deswegen heißt das ja Hardware Wallet. Und wir verwahren unsere Kryptos also dann selbst, also bei Verlust etc., unser eigenes Risiko. Und das ist die schöne Charakteristik daran. Wir verfügen über unser eigenes Geld und sind auch selber für die Sicherheit zuständig. Jetzt gibt es aber einen riesigen Aufschrei, denn Ledger war oder besser gesagt ist bis heute absolut der größte und bekannteste Ansprechpartner für eben diesen Service sozusagen, okay, weil es ist ja sowas wie ein Security Service, kann man ja irgendwie nicht anders nennen, und Ledger hat jetzt aber eine, neue Funktion eingeführt, beziehungsweise führen sie gerade ein, die den eigentlichen sehr hohen Sicherheitsgrad massiv verändert, meiner Meinung nach. Weil die Funktion, müsst ihr euch vorstellen, Freunde, war ja bislang folgende, passt auf, zugehörig zu diesem Teil hier, wenn du es hast oder bekommst, gehören 24 willkürliche Wörter. Ganz, ganz willkürlich und random gewählte Wörter. Und nur diese 24 wirren und durcheinander gewürfelten Wörter in der richtigen Reihenfolge, die es so nur einmal gibt, geben dir den Zugriff auf das Teil und eben alles, was da drauf ist, demnach deinem Geld, deine Vermögenswerte oder was auch immer du da drauf packst. Und wenn du jetzt beispielsweise deinen Ledger verlierst, das ist das Schöne, könnte natürlich Panik ausbrechen, völlig verständlich für den ersten Moment. Ich weiß nicht, wer von euch seinen Ledger schon mal verloren hat, der wird es nachfühlen. Da muss aber im Prinzip wirklich überhaupt gar keine Panik ausbrechen, weil jeder, der den findet, der kann mit dem Teil überhaupt gar nichts anfangen. Er hat nämlich nicht deine 24 Wörter und er wird wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass er diese random Wörter irgendwo aus dem Duden, okay, aus dem englischen Duden in der Regel, dass er die richtig zusammenwürfelt, die ist wirklich bei null. Also das ist unmöglich, okay? Also wenn du dein Ledger verlierst, kein Problem, holst du dir im Prinzip einen neuen und stellst alles, wie es vorher war, wieder her mit deinen Wörtern. Das dient dementsprechend sozusagen wie dein Schlüssel, okay? Und jetzt kommt die sogenannte Recovery-Funktion, zu Deutsch wiederherstellen. Okay, klingt doch erstmal gut, könnten jetzt manche annehmen. Also mehr Sicherheit für uns, wenn wir den mal verlieren und so. Ja, die Art und Weise, wie das passiert, ist aber das Problem über einen Cloud-Service. So, mal eben für uns alle zur Verbildlichung.
Ledger möchte jetzt also hingehen und die sagen, also, Dienst für unsere Kunden, richtig geil, werden die sich alle richtig freuen. Nehmen wir deren 24 Wörter, okay, die ja als dieser einmalige Sicherheitsschlüssel dienen sollen und damit man die auch zu 100% wiederherstellen kann, speichern wir diese jetzt auf einem Server über solche Anbieter. Wer jetzt gerade immer noch nicht, also wer mir nicht folgen kann und immer noch nicht versteht, wo hier das Problem ist. Egal, was jemand euch erzählt oder was Ledger euch erzählt. Ja, da kann ja nichts passieren, das ist hier verschlüsselt und so verschlüsselt, alles ganz, ganz sicher. Liebe Freunde, sobald du etwas auf einem Server speicherst und mag es Fort Knox-Level sicher sein, ergibt sich unweigerlich eine mathematische Möglichkeit, diesen auch zu hacken. Du machst ihn angreifbar. Es besteht alles aus Nullen und Einsen, Freunde. Die Programmierer unter euch, die wissen, wovon ich rede. Und vor allem wird Ledger somit absolut und das sofortig zum Ziel von begabten Hackern, die es sich erst recht jetzt zur Aufgabe machen, das zu schaffen, also es zu hacken. Also die kleben sich im Prinzip selbst ein Fadenkreuz auf die Stirn. Versteht ihr, was ich meine? Mag es noch so sicher sein und sind es nur 0,00001% Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich gehackt wird, aber ab dann, sobald das hier aktiv wird, besteht aber eine Wahrscheinlichkeit und die bestand vorher eben nicht. Das war die Charakteristik von Ledger sicher. Das gibt es dann nicht mehr. Ich finde, absolut, Großbit Activated, das ist definitiv ein Problem. Mal ganz abgesehen jetzt davon, dass die ganze Funktion hier auch noch Geld kosten soll. 10 Euro oder 10 Euro im Monat. Spielt auch nichts zur Sache, weil ich werde es ja sowieso nicht nutzen. Man bricht also von jetzt auf gleich mit allem, wofür man eigentlich stand. Und man bricht mit der kompletten eigentlichen Charakteristik von einem Hardware-Wallet, von einer Self-Custodial-Wallet, also selbst verwaltet. Das ist es jetzt de facto nicht mehr dann, hä? Was? Es ist mit dieser Charakteristik von EDV-Angreifbarkeit und auch Fadenkreuz auf die Stirn kleben für mich keine Self-Custodial-Wallet mehr. Nicht mehr selbstverwahrt. Es erfüllt die Maßgaben dafür einfach nicht mehr. Punkt. Ungeschön. Ich rede da nicht um den heißen Brei. Jeder ist natürlich jetzt alles nur meine Meinung, was ich sage, aber meiner Meinung nach, jeder, der was anderes behauptet, der hat anscheinend keine Ahnung, was sicher und selbstverwaltet eigentlich bedeutet. Cloud-Dienstleister verfügen ab dann über eure Daten, Herrgott. Wie steht's eigentlich ums Thema Inside-Jobs oder so? Wenn irgendjemand aus diesen Anbieterfirmen, die das dann machen, ein schwarzes Schaf ist und sich denkt, Digga, ich decode das jetzt einfach mal, ich gehe da mal rein, voll in die Datenbank, ey, ich nehme mir da einfach mal die Daten raus. Ja, wer sagt denn, dass das nicht passieren könnte? Ach, Freunde, was wir nicht alles schon für Hacks gesehen haben und alles. Jetzt erzählt mir nicht, es besteht hier keine Wahrscheinlichkeit, dass sowas im schlimmsten Maße passieren könnte. Und nur die Möglichkeit von einem könnte, die reicht mir absolut, weil die Charakteristik von wofür Ledger bislang stand, jetzt einfach damit hinüber ist. Und viele wollten dazu mein Statement und das bekommt ihr jetzt, liebe Freunde. Ich will keine Massenpanik auslösen, muss ich jetzt dazu sagen. Es besteht auch gerade kein Grund zur Panik, weil die Funktion ist noch nicht aktiv. Aber ihr wollt, dass ich immer ehrlich meine Meinung sage und die sage ich jetzt auch. Ich trenne mich hiermit offiziell von Ledger. Ich nehme meinen Ledger-Link aus der Videobeschreibung und ich will, solange das so ist, nichts mehr damit zu tun haben. Ebenso schaue ich mich jetzt nach einer vernünftigen Alternative um und ich hole meine Kryptos darunter. Punkt. Chalas, ja Selemi. Ungeschönt und unzensiert auf den Punkt gebracht, wie ihr das von mir kennt. Beschwerden nehme ich gerne entgegen. Ändern halt nur meine Meinung nicht. Und nein, wie gesagt, keine Panik. Ihr braucht auch jetzt keine Panik bekommen. Mir ist bewusst, dass die Chance, dass es jetzt irgendwie mich oder einen von uns trifft, also im Zweifel, wenn mal was passieren sollte, was vermutlich auch nicht passieren wird, aber versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich will das nicht die ganze Zeit wiederholen wie so ein Idiot. Es besteht dann aber die Wahrscheinlichkeit. Ich sage aber nicht, dass es passieren muss und selbst wenn es mal in einem einzigen Fall von 500 Millionen oder so einmal dazu kommt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch gegen null, dass es einen von uns jetzt trifft. Ihr wisst schon, was ich meine. Also mir ist klar, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht gehackt werden werde. Mir ist auch klar, dass meine Kryptos jetzt wahrscheinlich damit nicht in Gefahr sind und so. Deswegen, ihr braucht keine Panik haben. Wenn ihr bei Ledger bleiben wollt, bleibt bei Ledger, ey, ist alles gut. Mir geht's da aber tatsächlich ums Prinzip, weil die Charakteristik einfach nicht mehr gegeben ist und ich entscheide mich aus freien Stücken für mich dazu. Das ist nur eine Entscheidung für mich persönlich. Ledger und Krypto-Gang, das ist mit diesem Video vorbei. Also,
Das geht natürlich raus an die ganzen Wallet-Anbieter da draußen. Natürlich die Alternativen. Schickt mir eure Partnerschaftsanfragen raus. Ich bin wieder auf dem Markt, liebe Freunde. Nein, kleiner Spaß am Rande muss natürlich sein. Nee, aber wie gesagt, Freunde, ihr wolltet mein Statement. Hier habt ihr es. Ich identifiziere mich leider nicht mehr damit. Und sobald Ledger sich, warum auch immer, dazu entscheidet, diesen Schritt doch zu canceln, weil die stoßen ja gerade doch schon echt auf massiven Widerstand. Ey, also, ich bin da offen, ne? Klingelt da auf jeden Fall gerne wieder an. Zu Geld sage ich nicht nein, aber ich bin an der Stelle auf jeden Fall raus. So, und mehr gibt es nicht zu sagen. Bis zum nächsten Video. Reingehauen.